Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part Dark Souls 3. Im letzten Part haben wir hier ein kleines Reshade fast schon erfahren. Wir haben uns eine neue Rüstung angezogen, womit wir ein bisschen mobiler sind. Ich weiß nicht, wie schnell das ist oder so. Wir haben jetzt ein Gewichtsverhältnis von 60,9. Ich habe das Spiel neu gestartet, wie ich es im letzten Part am Ende versprochen habe. Hier hinter wartet jetzt ziemlich sicher ein Boss. Seid für Freunde? Ja, keine Ahnung. Ich habe keinen Freund. Zäher Feind. Und gelobt sei die Sonne. Zäher Feind hat 4 Bewertungen. Ist das dann wahr? Seid für Freunde? Ich habe keine Ahnung. Sind das viele? Gelobt sei die Sonne? Ja, das ist toll. Wir schauen einfach, was hier passiert. Nichts Gutes. Mit einer Cutscene vor allem nicht. Wer kämpft da im Hintergrund? Das jetzt, ah, da. Hallo? Netter Kumpane, wie geht's dir? Hättest du gern etwas? Warum habe ich kein Schild ausgerüstet? Alter. Okay. Wächter des Abgrunds. Der Boss. Mal gucken erstmal gucken, was er macht. Ich mittlerweile kriegen wir auch Schaden durchs Blocken. Das heißt, ich bleibe erstmal auf Abstand. Okay, so zum Beispiel. Wow. Hä? Wie zum Teufel? Warum sind das jetzt zwei? Wann sind das zwei geworden? Willst du mir vielleicht sagen, es werden noch mehr? Ciao. Das heißt, ich muss jetzt auf 2 Gegner achten. Ich habe übrigens seit dem letzten Mal auch die Musik lauter gemacht. Ich glaube, das merkt man. Ciao. Wenn da der andere kommt. Warte, hä? Der kämpft gegen jemanden? Hä? Ich verstehe den Boss noch nicht. Aber ich hau drauf. Nein, 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 nein. Wann kommt da wieder von hinten eigentlich einer angerappelt? Jetzt! Kämpfen die auch gegeneinander? Hä, ich hab den schon zur Hälfte gemacht, den Boss? Ich versteh's gerade noch nicht. Ciao. Ach, da kommt der Nächste. Ja, herzlichen Glück. Hä, warte mal. Ach, nur der ist der Boss, oder wie? Oder hä? Ich versteh's noch nicht. Oder können die sich gegenseitig Schaden zufügen? Und ist das eigentlich zu laut oder ist das nur auf meinen Kopfhörern zu laut? Okay, wir haben die Ausdauer erstmal verbraucht. Das heißt, eine Heilung. Ich habe noch Heilung. Das heißt, das ist kein Thema. Das ist ein Thema, wenn wir hier Schaden kriegen. Hallo? Aua, 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 aua. Ja, kümmert euch um euch. Die machen schon was. Ich bleibe erstmal hinten. Was machen die? Er legt. Hä? Ich verstehe den Boss halt wirklich nicht. Hi. Ja, dich verstehe ich. Vor allem, wen muss ich halt angreifen? Das verstehe ich noch nicht. Dich oder wie? Bist du der Oberbösewicht? Ja, dann komm doch her. Aua. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao mit V. Da kommen halt wieder welche. Ja, da kommt der andere. Ich habe ihn fast. Das ist der leichteste Boss, der in meinem Leben. Ciao. Ciao mit V. Easy. GZ. Wieso habe ich die Befürchtung, das war es noch nicht? Weil es das noch nicht war. Mann, das wäre ja auch zu schön gewesen. Ich dachte schon, der ist irgendwie so einfach.
Wie viel Leben habe ich? Heilung habe ich noch. Kämpfen wir jetzt allein? Ja, natürlich nochmal komplettes Leben. Okay, wir haben auf F2, auf Schultertaste 2 jetzt was ganz anderes. Okay. Habe ich irgendwas gegen Feuer? Außer mein Tod? Aua. Hallo, ich würde gern trinken. Ken. Ich habe dem nicht einmal Schaden gemacht in seiner zweiten Phase. Okay, ich brauche irgendwas mit Feuerresistenz. Müssen wir gucken, welche Rüstung wir da haben. Mit der höchsten Feuerresistenz. Ja. Feuer. Das ist schlechter. Haben wir da schon das Höchste? Ja, hier haben wir auf jeden Fall das Höchste. Irgendwie habe ich die Befürchtung, da wird es nicht besser. Oh doch, hier wird es besser. Zaubererrobe. Haben wir irgendwas, das... guck mal, das ist doch gut. Haben wir noch irgendwas mit mehr Feuer? Nö. Dann behalten wir doch mal die Rüstung des Gefallenen. Was macht denn hier der Rüstungshelm des Gefallenen? Rüstungshelm des Gefallenen. Helm ein... Nö. Warum habe ich da keinen? Doch, Helm eines gefallenen Ritters. Achso, der ist genauso. Macht aber mehr Gewicht. Magie und Blitz. Das brauchen wir nicht. Der macht hier alles hoch. Ja, aber auch mein Ding. Ja, aber wobei, dann nehmen den doch mal. Wir machen jetzt eine Mix-Kombo einfach. So viel zu im letzten Part. Wir haben uns umgestylt. Das machen wir gleich wieder. Rose eines gefallenen Ritters. Die nehmen wir doch auch mal mit. Ja, dann haben wir jetzt 51, irgendwas. Ich habe keine Ahnung, ob das noch schnell ist. Den Schild, haben wir einen Schild, der viel gegen Feuer abblockt? Könnte es sein. Wahrscheinlich die Metallendinger, gell? Nö. Da haben wir schon den mit den meisten. Ja. Hilft das Eisschwert? Ich weiß es nicht. Weil hier haben wir halt... Hier haben wir halt noch mehr Grundschaden. Oh, und mehr Abwehr. Komm, wir nehmen das Eisschwert. Das mag ich. Und es leckt. Okay, während dem Boss hat es nicht geleckt, das ist gut. Aber hier ist jetzt auch nicht gerade geil. Komm, wir rennen einfach durch. Weil, Baum. Sollen sie halt mir hinterherkommen. Wünsche viel Spaß. Wir haben jetzt... kommt ja eigentlich jedes Mal die Cutscene? Danke. Spiel. Danke. Okay, solange es nur hier leckt, ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Irgendwie ist das Gebiet anscheinend. Vielleicht liegt es auch im Gebiet. Das kann natürlich sein, dass das ein bisschen ruckelig ist. Aber gut. Let's go zum Versuch Nummer 2. Wir fangen natürlich bei Runde 1 an. Wäre auch viel zu schön. Ja, danke. Ciao. Ich hätte gerne erstmal meine Seelen. Krieg ich mal meine Seelen? Danke. Spiel. So. Jetzt starten wir aber auch mit 2 mehr rein. Also, aua, ja, ich kriege aber mehr auf die Mütze. Und durch das Feuer. Also, es. Ach nee, da kommt der andere. Sein Kumpane. Als kann er hier nichts alleine machen. Warte, haben die mir gerade so viel Schaden gemacht? Könnt ihr euch nochmal gegenseitig angreifen? Ciao. Mit V. Hey, warte mal. Wie wenig Schaden mache ich denn hier mit? Ich brauche Hilfe. Ich brauche ein anderes Schwert. Ich brauche mein Feuerschwert hier. Let's go. Ich habe ja mit dem anderen Schwert gefühlt gar nichts gemacht an Schaden. Ja, wir können nochmal heilen. Wer bist du, dass du denkst, du kannst hier was machen? So, kommen Sie mal her. Eins. Ich habe keine Ahnung, wie ich dem gerade eben so viel Schaden gemacht habe. Oh ja, kämpft gegeneinander. Nee, ja, genau, richtig. Ja, vergiss es. Alter.
so viel zu vergisst. Ich habe gefühlt keine Lebensregenerationsmöglichkeiten mehr. Entspann mal deine Basis. Ich könnte ja auch einfach nur gegeneinander kämpfen lassen, oder? Warum hat er jetzt dem anderen keinen Schaden gemacht? Ich glaube, bei dem Boss musst du viel mit Zufall rechnen. Ja, irgendwie ging das gerade besser. Bin ich ehrlich? Vor allem, wenn man bedenkt, dieser eine große Balken ist eigentlich erst die Hälfte. Hoffentlich. Kommt einfach noch eine Etage dazu, also noch ein Ding dazu. Ja. Das wird wahrscheinlich, ich nehme euch noch einmal mit und dann schneide ich euch das immer, weil dieser Lecks müsst ihr euch auch nicht antun. Ich weiß nicht, warum das immer leckt. Wie gesagt, vielleicht wären da ganz speziell schwierige... Ich habe doch keine Ahnung. Ja, solange ich nur nicht getroffen werde, das reicht mir auch an Ahnung. Ich gehe jetzt full live da in den Kampf. Mit meinem normalen Schwert jetzt kann ich wechseln. Nee, ich kann nicht wechseln. Warum kann ich nicht wechseln? Ja, ciao. Ich werde jetzt getroffen. Okay. Willst du mich verarschen? Ja, natürlich. Wieso auch nicht? So. Warum kriegt er da draußen Schaden? Fragen über Fragen. Gleich kommt wieder der andere angerannt. Von wo eigentlich? Von wo kommt der immer an? Oh, hier sind meine Seelen. Stimmt ja. Hi. Nehme ich. So, kämpft ihr jetzt gegeneinander? Oder wie wär's? Ich bin doch nur ein einfaches Bauernopfer. Ihr könntet auch gegeneinander kämpfen und mir damit einen Gefallen tun. Ich verstehe halt auch nicht, warum der eigentlich gegen sich kämpft. Geht das eigentlich in der zweiten Runde auch so gut? Ah, guck mal, der da hinten kämpft gegen. Ja, natürlich blockt er. Klar, zwei Attacken kann er nicht wegblocken. Die dritte aber kassiere ich dann. Ja, macht erstmal da hinten. Ich nehme mal einen Schluck. Das machst du sehr gut. Steht er hier wieder auf eigentlich? Hi. Da bin ich wieder. Das muss doch aber auch ein langweiliges Leben sein, wenn der den ganzen Tag gegen immer und immer die gleichen Leute kämpft. Ach ja, da kommt er wieder. Ich weiß auch nicht, nach was das geht. Nach vielleicht, wie lange der schon tot ist. Und die Musik ist vielleicht ein bisschen... Na, wobei, wenn ich rede, wird die ja runtergedrosselt. Ich muss es... Vielleicht streue ich es im Nachhinein dann, wenn ja runter. Ich warte wieder ab, bis... Yay! Kommt, kümmert euch gegenseitig drum. Hi. 2, 3 gehen. Mehr machen wir nicht. Jetzt kümmern die sich da hinten erstmal drum. Aua, ja, das ist schwierig gewesen. Hi, wahrscheinlich gehen die jetzt gegen mich. Nee, der geht gegen seinen Kumpel. Hi. Dein Buddy ist da. Ja, sehr gut. Ja, sehr schön. Ich habe einfach Teamarbeit. Kann ich die Szene skippen? Ja, natürlich kann ich die skippen. Wo bin ich? Hier. So, wo ist sein Kumpel? Ich warte jetzt einfach nur auf den. Wir gehen einfach weg. Schau. Ich mache jetzt einfach nur einen Ausweicher. Ich warte erstmal ab. Wenn da wieder sein Kumpel auf Testo kommt, hoffe ich kann einfach im Hinterhalt schön mitkämpfen. Das gefällt mir nämlich. Uah. Ich könnte mal was trinken eigentlich. Ja, das hat sich gelohnt auf jeden Fall, das zu trinken. So. Tschüss. Da kommt keiner, gell? Ich bin alleine auf mich angewiesen. Ja, warum denn nicht? Ja, Ich kann ja... Ja. Ich kann noch nicht einmal angreifen. Da kommt keiner. Ich bin alleine hier. Warum? Ich glaube, wir nehmen wieder den Schild Nummer 1 mit physisch 100. Ich glaube, der blockt besser. Ich muss mal kurz gucken. Das mache ich noch und dann zoome ich euch in der physisch 100. Ja, Feuer ein bisschen schlechter. Ich habe keine Ahnung, ob der Magie macht. Ja, Nehmen wir welchen? Nehmen wir denn?
Nehmen wir den. Gut. Jetzt kriegt ihr zumindest mal die zweite Phase in Speed-Durchlauf. Bis gleich. So, das immer wieder. Die erste Phase ist ja kein Problem. Jetzt beginnt der Real Shit. Okay, aber wir blocken zumindest den ersten Spaß. Ich konnte Schaden machen. Leute, wir sind weiter. Jetzt gewinne ich. So in der Art. Ja, genau. Ich renne weg und der kommt den einfach hinterher. Als wäre das so gar kein Problem für den. Ja, natürlich. Warum denn auch nicht? Ja, natürlich. Warum denn auch nicht? Ciao. Ich kann auch rennen. Was du kannst, kann ich auch. So, tschüss. Ciao. Er hält zum Glück nicht viel aus, aber das macht's nicht besser gerade. Komm, spring nochmal. Okay, die Hälfte haben wir. Ist das gut? Ich glaube schon. Nein, 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 nein. Hau bloß ab. Ja, kommen Sie her. Kommen Sie ruhig her. Oh. Da sollte ich raus. Okay, er hat nicht mehr viel. Nein, 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 nein. Moment. Komm, ja, ja, ja. Ah, Asche fürs Gefallen. Nehme ich. Das war der dritte Anlauf. Das geht halt wirklich für einen Boss. Und hier ist wieder eine Heilmöglichkeit. Hui. Ja, Leuchtfeuer entzündet. Vorsicht vor Feind, aber. Was? Aber Loch? Ah, geschafft. Was steht hier? Nachricht. Nicht vorausgelett und dann Skelett voraus. Ah, danke. Nicht vorausgelett und dann Skelett voraus. Der Aschefürst, der ging. Was sind das für hässliche Kreaturen da hinten und warum stehen die da? Sind die immer noch da? Ne, die stehen immer da. Okay, das ist dann wahrscheinlich, habe ich die hier gelockt. Was steht hier? Und jetzt fängst du wieder an zu lecken. Einsam. Ja, ja. Hier. Katakomben von Katus. Hilfe. Warum? Schon wieder. Versuche rechts. Suche rechts? Hurra. Für Abkürzung. Hier runter. Eine Abkürzung. Will ich die Abkürzung? Gibt's hier irgendwas wieder für Heilung? Also für bessere Flakons? Ich könnte mal eine Stufe 3 Flakon gebrauchen. Skelette nehme ich. Die zwar auch irgendwo aus dem Nichts erscheinen, aber egal. Ethos Rot. Ich fand, der Boss war wirklich fair gemacht. Oh Gott, die stehen wieder auf. Kann ich die irgendwie dauerhaft zerstören? Kann man so viel sehen? Ich habe 32.000 Seelen, Leute. Wir gehen erstmal Party machen. Und zwar Upgrade Party. Das, der Part geht jetzt noch gar nicht so lange. Ich dachte, den restlichen Part beschäftigen wir uns mit dem Boss. Pharaonfeste, ja. Ja, ich bin aber zufrieden. Wir gehen. Ich dachte auch kurz, ich hatte den Feuerschutzring abgezogen, aber den hatte ich noch drauf. Das war so, ja, ein bisschen blöd, aber. Also blöd, weil ich dachte, dadurch schaffe ich mir nochmal einen Vorteil. Aber ich glaube, das mit dem besseren Schild ist schon ganz sinnvoll. Wir könnten auch mal gucken, ob wir unsere Waffen upgraden können. So, gib jetzt erstmal... Ja, willkommen. Ich bräuchte mehr Ausdauer.
unbedingt. Wir nehmen mal zwei. Was nehmen wir noch? Glück. Kinderglück. Nee. Ich hätte gern... Boah, will ich Belastung? Weil das Problem ist, das macht halt nur plus 1. Und guck mal, das kostet halt 9000. Und dafür... Ich lieber nochmal mit HP. Oder dreimal Ausdauer. Könnte halt einen Schlag mehr bedeuten, gell? Oder ein bisschen mehr Rüstung. Also Rüstungschance. Ja komm, wir gehen mit dreimal Kondition. Kondition ist extrem wichtig für mich. So, jetzt habe ich noch 6000. Das heißt, ich kann auf jeden Fall noch irgend... Warum brenne ich eigentlich? Soll das so? So, Waffe verstärken. Und zwar... Kann ich nicht verstärken, weil mir große Titanscherben fehlen. Wo kriege ich denn große Titanscherben her? Oh, ich muss auch mal wieder plus Stärke leveln. Waffe durchwirken, das bringt halt gerade nichts, weil dann geht mein Feuerschaden auf Glatteis. Wortwörtlich. Ausrüstung reparieren. Kann ich den Schild könnte ich verbessern? Also durchwirken, was bringt denn das? Ja, Angriffskraft kann ich aber Waffe verstärken. Da kann ich doch auch sowas wie ein Schild verstärken, rein theoretisch. Ja, ja, Haltung verstärkt sich dadurch. Ich benutze gerade wieder den Ritterschild, gell? Der hier ist natürlich auch nicht schlecht. Ich glaube, mit dem spielen wir jetzt mal ein bisschen. Der hat zwar wieder höhere Belastungen, aber... Und den nehmen wir als aus. Die drei werde ich wahrscheinlich benutzen. Oh, weil der hier ist auch gar nicht... Wie viel macht denn der an Feuer? 48 und der war bei... Ja, nee, dann die drei werden es werden. Irgendwie, je nach Situation. Nehmen wir mal verstärken. Und nochmal verstärken. Dann habe ich... Ja, genau, keine Ding mehr. Aber jetzt brauche ich hier eh große Titanscherben. Meine Rüstung kann ich irgendwie nicht... Warum kann ich meine Kohle hergeben? Kohle von Pharaon hergeben. Macht das was? Schau ein, diese Kohle stammt aus der Legion der Untoten. Used to forge the weapons of Pharaon's Abyss Watchers. A fine prize. I'm honored to be endued with it. Now I'll be equipped to infuse special gems. Praise the gods, eh? Time to put this brawn to use. Warte, was kann der jetzt? Andere Steine reinmachen? Oh! Ah, jetzt können die Elementardinger hier... Ah, jetzt können wir auch Giftschaden und alles machen. Das lohnt sich ja nicht. Also, eigentlich gehen nur die beiden bei dem Schild. Aber da verliere ich Haltung, vergiss es. Jetzt könnte man aber auch hier sowas reinmachen. Und kriegt keinen Giftschaden, oder? Doch, irgendwie werden wir wahrscheinlich Giftschaden kriegen, nur das wird nicht angezeigt. Ja, ich bin aber immer noch auf der Suche nach dem anderen Ausrüstung reparieren. Keine Ahnung, wie kann ich meine Ausrüstung, ich dachte gerade, ich habe einen Zauberhut auf, kann ich meine Ausrüstung irgendwie noch verstärken? Das müsste ich halt wissen. Gut, jetzt so im Nachhinein frage ich mich, warum ich mich vor dem Boss hier gefürchtet habe. Das ist bis jetzt meiner Meinung nach, auch wenn wir, glaube ich, den eiskalten Nordwindkrieger irgendwas, diesen halben Hund, Schwein, was auch immer, schneller getötet haben, glaube ich, fand ich den leichter. Einfach aus dem Grund, da er ziemlich vorausschauend ist. Auch die Feuerphase, wenn man ein, zwei Mal gestorben ist, hat man, glaube ich, ganz gut raus, wie die funktioniert. Deswegen würde ich sagen, war das der machbarste Boss. Und der wäre aber auch sehr fair gestaltet, muss man auch sagen. Zum Beispiel dieser Großwurzbaum. Da gibt es wahrscheinlich auch ein Schema, aber ich habe es einfach nicht rausgefunden. Und dann, ja gut, ich kann dem Spiel jetzt zwar schlecht die Schuld für meine eigene Inkompetenz geben. Doch, kann ich eigentlich schon, weil schließlich spiele ich es. Aber es ist halt unfair. Au. So. Warte mal, hier sind ein paar gestorben. Also ja, ich habe mich einmal dumm angestellt. Krumm. Ich habe mich einmal krumm angestellt. Ei, ich glaube, ihr seid gefährlicher. Oder kommt der wieder von hinten? Kommt hier jeder Boss nochmal? Also jeder Gegner? Das wäre schlecht. Dann, keine Ahnung, ist Durchrennen das Beste? Wo geht's denn hin? Ei. Dir fehlt ein Kopf. Ich dachte gerade, der tötet mich auf einmal. Aber wieso? Wieso konnte der das? So, jetzt kriegst du.
Feuerschaden. Und der Feuerschaden reicht auch nicht aus, also nicht als Bonus, um die für immer tot zu lassen. Da, wo sie eigentlich hingehören. In die ewige Gruft der Untoten. Gruft der Untoten. Irgendwie sagt der Name mir was. Kann es aus Herr der Ringe sein? Hallo? Hilfe? Ich hab keine Ahnung. Wieso? Ach, da ist eine Druckplatte. Ich renne da schön in der Mitte. Ich wundere, und dann kriege ich zweimal einen ab. Hallöchen. Ist hier ein Gegner? Es ist so ruhig. Das nehme ich mit. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang gehen. Ich hoffe, ich merke mir den Weg halber. Oder ich hoffe, die führen zumindest zusammen. Der sieht aus wie ein Magiegegner. Einfach weil er blau schimmert. Was steht hier? Heimfahrt voraus. Das sieht fast so aus. Ist wirklich einer. Was gibt's hier? Illusion. Eine? Hi. Oh. Tötet es den dauerhaft? Wahrscheinlich nicht. Regeneriert es sich immer? Wahrscheinlich ja. Proliant von irgendwas. Wow. Au, au, au. Okay, ich kann nicht meinen Schlag aufladen. Au. Jetzt nimmst du das hier. Also, was soll denn das? So, wir gehen weiter. Ich trinke vorsichtshalber mal was. Aktuell können wir es uns noch leisten. So, wahrscheinlich ist hier auch noch einer. Nö. Okay, sonst ist hier nichts. Nur der Foliant. Okay. Gut, damit kann ich aber auch erstmal leben. Anscheinend bleiben die Skelette tot, bis man in ihre Nähe kommt. Das ist auch gut und wichtig zu wissen. So, möchte ich zudem? Nehmen wir hier erstmal das. Scharfer Edelstein. Okay, du kannst was auf jeden Fall, aber... Hat der geschossen? Oder bin ich auf den Knopf wieder gekommen? Das wäre wichtig zu wissen. Au, 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 au. So, aber das war's für dich. Noch ein scharfer Edelstein. Wir gehen weiter. Hier kann man aber nirgendwo mal Pause machen. Hey. Au, au, au. Nein, das ist schlecht. Blutverlust ist ganz schlecht. Ja, ja, ja. Ich würde sagen, ich hole das noch ganz schnell und dann sehen wir uns gleich da. So, und ihr habt gerade gesehen, wo ich... Die bleiben tot, interessant. Wie ich meine Seelen wieder mehr oder weniger zurückgeholt habe im Schnelldurchlauf. Für heute ist aber die Folge hier an der Stelle vorbei. Wir werden beim nächsten Mal versuchen, die Gegner zu bezwingen. Im Notfall könnte man da hinten noch die Abkürzung nehmen, die anscheinend doch jetzt ziemlich verlockend klingt. So, wenn ich mal drüber nachdenke, wie viel Schaden die da austeilen. Aber ich möchte es zumindest einmal schaffen. Das aber dann erst beim nächsten Mal. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.